Hallo und herzlich willkommen hier im Video. Ich bin der Schorsch von Mission Triathlon und ich zeige dir heute, wie du eine Fahrradhalterung fürs Auto baust. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du eine Fahrradhalterung fürs Auto bauen kannst. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und wir haben für uns da eine ganz spezielle rausgesucht, denn wir wollten die Fahrräder nicht außen am Auto transportieren. Das heißt, wenn du jetzt ein kleineres Auto hast und eine Halterung suchst, die außen ans Auto gemacht werden kann, also auf die Anhängerkupplung oder auf den Gepäckträger oder wie auch immer, die haben wir leider nicht für dich. Aber wenn du, wie wir, einen Kombi hast oder, keine Ahnung, einen Bulli oder irgendwas Größeres, wo man ein oder zwei Räder in den Innenraum stellen kann, dann bist du hier genau richtig. Denn genau das haben wir für uns gesucht. Wir haben einen Kombi, einen Octavia und haben den tatsächlich so ausgesucht, dass wir sicher sind, dass wir da Fahrräder reinstellen können. Für uns relativ wichtig, weil wir natürlich als Triathleten das Jahr über regelmäßig auf irgendwelchen Wettkämpfen sind und ja, die Fahrräder müssen einfach immer mit. Wir sind zu zweit. So ein TT ist mit den Extensions auch noch ein bisschen länger als andere Fahrräder. Das heißt, wir hatten einige extra Dinge, die wir beachten mussten und haben uns deswegen dafür entschieden, dass gerade die teuren TTs in den Innenraum reinkommen. Es war ein etwas längerer Weg, wir haben es uns einfacher vorgestellt, aber deswegen machen wir für dich das Video oder deswegen mache ich dieses Video für dich, damit dir das etwas leichter fällt. Ja, die Überlegung war, man hat ja den Kofferraum, man kann die Rückbank umlegen und dann hat man quasi da mehr Platz, stellt da einfach zwei Fahrräder rein, sucht sich eine Halterung, wo man vorne die Achsen festmachen kann. Alles ist wunderbar. Solche Vorrichtungen oder ganze Systeme gibt es von Firmen auch zu kaufen, die kann man in Auftrag geben oder die gibt es dann wahrscheinlich für bestimmte Modelle schon so zu kaufen. Das haben wir alles ausgeschlossen für uns, weil es einfach finanziell uns zu teuer war. Das heißt, wir haben geguckt, wie geht es günstiger. Die erste Idee, und dabei sind wir eigentlich dann auch so ein bisschen geblieben, die erste Idee war einfach ein großes Brett kaufen. Das ist das Brett, da kommen zwei Halterungen drauf. Oder irgendein anderes, ja, es könnte von mir aus auch irgendein anderer Stoff sein, eine Metallplatte, was auch immer. Die legt man quasi in den Bereich hinten rein, baut da Halterungen drauf. Die Schraube ist lang genug und das geht sogar noch oben zu. Arg viel kürzer hätte sie nicht sein sollen. Wo man die Gabeln einfach einspannen kann und dann hat sich die Sache. Der einfache erste Gedanke, wenn du öfters was selber bastelst, weißt du, das funktioniert nicht ganz so. Ich habe einfach unsere Rennräder ausgemessen, weil ich dachte, okay, da ist quasi der Lenker breiter als beim TT. Das heißt, wenn man die Halterung für zwei Rennräder macht, dann passt es wunderbar für zwei Triathlonräder. Und dann bin ich im Baumarkt, habe ein Brett geholt, habe auch diese Halterungen hier besorgt für die Gabeln vorne. Die sind sehr praktisch und natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Affiliate-Link. Wenn du darüber diese Halterungen bestellst, kriegen wir eine kleine Provision. Kostet dich nicht mehr, aber du unterstützt damit unseren Kanal. Das heißt, wir haben die gekauft. Man kann die umbauen, die gehen sogar für Steckachsen und das war uns eben ganz wichtig, weil wir Räder haben mit unterschiedlichen Systemen. Und ja, dann habe ich eben ausgemessen, wie breit sind die Rennräder, wenn sie nebeneinander stehen, wie viel Abstand müssen die mindestens haben. Habe mir das Brett, das ich im Baumarkt gekauft habe, geschnappt und habe da dann die Halterungen draufgeschraubt, Löcher gebohrt, einfach Schrauben besorgt, Mutter unten ran, fertig. Dann haben wir das Ganze mit ins Auto genommen, haben die Rückbank umgelegt, haben natürlich gemerkt, das Brett ist auf jeden Fall breiter als zwei Sitze. Also bei uns im Auto kann man zwei Sitze umklappen, beziehungsweise den rechten Rücksitz mit dem Mittelteil oder den linken Rücksitz. Und wir mussten für dieses Brett, das wir da gemacht haben, beides umklappen. Das war schon mal nicht so praktisch, musste aber sein, weil die Rennräder eben mit den Lenkern sehr weit auseinander sind. So ja, und dann sind wir mit der Halterung ans Auto gegangen. Herzlich willkommen in unserem Auto. Das ist das Brett, das ich als erstes benutzt habe. Hier waren die Halterungen drauf. Wir haben geschaut, es war natürlich vorher klar, ne? Ich hatte das breiter abgemessen. Es ist nicht möglich, hier das quasi aufrecht zu lassen, diesen Sitz. Man muss beides runterklappen. Und wenn die Fahrräder hier draufstehen, dann kann man sich überlegen, wenn hier die Gabel ist, dann ist der Lenker, wenn man ihn nicht aufschraubt und verdreht, schon sehr weit noch draußen. Das heißt, wir hatten dann hier die Problematik, dass wir zwar zwei Rennräder hier reinbekommen haben und wahrscheinlich auch zwei Triathlonräder, das haben wir gar nicht erst versucht, aber dann ist eigentlich der komplette Kofferraum voll. Und das geht, wenn man die Rennräder einpacken will und man will irgendwo, keine Ahnung, zwei Stunden weit wegfahren, um da eine Rennradtour zu machen. Aber jetzt waren wir ja zum Beispiel beim Challenge in Rot und das ist ein größerer Event.
bei dem wir eben auch noch ein paar andere Sachen brauchen, außer zwei Fahrräder. Und wenn hier alles voll ist, dann ja, Dachbox kaufen, um da die Sachen reinzupacken, ist auch nicht wirklich sinnvoll. Also musste hier ein zweites Brett her, eine zweite Konstruktion, um das so zu bauen, dass wir den Bereich hier noch für Gepäck frei haben und eben der Sitz nicht umgeklappt werden muss, weil dann hat man hier vorne nämlich A, noch Platz für eine dritte Person, falls man die hat, oder B, da kann man eben auch noch Gepäck dann lagern. Das war ganz praktisch für uns. Wir hatten sowohl die dritte Person als dann auch Gepäck. Wir haben abgewechselt, beides zusammen hätte nicht reingepasst. So, also das Brett ist dann weggefallen. Die Halterung wunderbar. Kannst du nutzen, wenn du zwei Rennräder in deinen Kofferraum bringen willst. Und dann ist das überhaupt gar kein Thema für Radtouren. Für Triathlon-Veranstaltungen mit mehr Gepäck ist es nicht ratsam. Da haben wir uns einfach dann quasi die Halterung 2.0 ausgedacht, ausdenken müssen. Und die sieht dann einfach so aus. Du siehst, das Brett ist länger, es ist auch schmaler. Wir haben es tatsächlich so zuschneiden lassen, dass hier genau zwischen rein passt. Es hätte nur ein bisschen breiter sein können, das wäre auch okay gewesen. Was eine Möglichkeit gewesen wäre, dass es auch noch weiter runter geht, dass es hier auf dem Boden steht und sich nicht mehr bewegt. Aber erstmal für unsere Zwecke hat es völlig ausgereicht. Wir haben hier zwei Halterungen drauf. Man sieht es auch so ein bisschen, die sind ein bisschen versetzt. Das liegt daran, dass unsere TTs halt nicht durch die Extensions, sondern durch den Lenker, durch die Bremsen an der Seite, doch direkt nebeneinander stehend hier nicht reingepasst hätten. Das heißt, wir mussten ihn ein bisschen versetzen, dass das dann eben funktioniert. Lotte hat, glaube ich, ein bisschen niedrigeres Rad. Meins ist ein bisschen weiter oben. Wenn man die vorsichtig verschachtelt, dann passen die hier wunderbar rein. Und ja, dann hat man eben nur hier in dem Bereich Fahrräder stehen und hat die, ja, das andere Drittel, das noch übrig ist, hat man frei für Gepäck. Und das hat für uns wunderbar funktioniert. Wir haben dann die Rahmen einfach mit einem Spanngurt noch gesichert. Man hat hier halt schön die Halterungen im Auto. Da kann man den einmal durchziehen. Dann bewegen sich die Fahrräder und nicht mehr vorwärts oder rückwärts. Ja, und dann konnten wir die super transportieren. Ich muss gleich dazu sagen, was ein bisschen nervig ist, man muss natürlich vieles ausbauen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel fliegt und das TT irgendwie in den Koffer packt, dann ist es ja noch schlimmer. Das heißt, das ist halt was, womit man leben muss. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Halterung und ja, wir werden die weiterhin nutzen, wann immer wir mit dem Auto unterwegs sind und da die Sachen reinpacken. Vielleicht optimieren wir noch was an dem freien Platz zwischen den Rädern, das wissen wir noch nicht, vielleicht finden wir da auch noch mal was. Aber ansonsten sind wir damit super zufrieden. Das hat jetzt mehrmals wunderbar funktioniert und deswegen können wir es so einfach nur empfehlen. Ja, und das war es eigentlich schon. Das heißt, du brauchst eigentlich nur die zwei Halterungen oder eine, je nachdem wie viele Fahrräder du hast, ein Brett oder irgendwas, wo du diese Halterungen draufschrauben kannst, einen Spanngurt, um die Fahrräder dann hinterher auch irgendwie zu fixieren, damit die beim Bremsen oder Kurvenfahren nicht durchs Auto fallen. Zwei Schrauben, zwei Muttern oder je nachdem, wie du die festschrauben möchtest und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Wenn du nicht, wie wir, mehrere Bretter dafür brauchst und mehrere Versuche, dann kommst du bei der Halterung, glaube ich, auf zwischen 50 und 60 Euro. Das ist relativ günstig im Vergleich zu den Halterungen, die man sonst eben ja komplett kaufen kann oder die Systeme. Und dann kommt es nur noch darauf an, wie breit sind deine Fahrräder, deine TTs. Ausmessen, schön positionieren. Was ein Tipp ist, ist, wir haben das zweite Brett dann auch einfach ins Auto gelegt und die Triathlonräder dazu geholt, raufgestellt, in diese Halterungen eingespannt, ohne dass sie festgeschraubt waren. Und dann uns eben angeguckt, wie positionieren wir die Fahrräder da am besten. Und dann haben wir einfach die Markierungen auf dem Brett gemacht, dann da Löcher gebohrt, dann festgeschraubt und es hat wunderbar gepasst. Ist ein bisschen aufwendig, wenn man dann die Fahrräder extra noch ans Auto holen muss und dann muss man das Vorderrad rausnehmen und wahrscheinlich auch den Sattel, weil bei uns passen sie nicht ins Auto, wenn der Sattel drinsteckt. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil dann hat man genau die richtige Position und dann kann man die einmal festmachen auf der Halterung, wenn die Halterungen auf dem Brett sind. Mit dem Spanngurt sichern und dann kann man auch gucken, ob das perfekt ist für den ersten oder alle weiteren Transporte. Den Link zu den Halterungen findest du, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Da findest du auch noch ein paar andere Links, zum Beispiel zu unserem Podcast. Aber ansonsten, wenn dich solche Tipps-Videos weiter interessieren, Mission Triathlon zeigt alles, bei uns geht es um Triathlon. Wir haben aber auch gerne mal ein bisschen Content für Fahrradfahrer, Läufer und Schwimmer. Dann einfach ein Abo dalassen, das Video liken, würden wir uns riesig freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir viel Spaß mit der neuen Fahrradhalterung und bis demnächst. Ciao, ciao.